Aber einmal im Jahr treffen wir uns auf dem Hessentag. Wie diesmal in Michelstadt im Urgenwald. Drei Tage feiern wir unser Fest. Wir, das sind alle, die in Hessen leben. Die althessische und die Egerländertracht sind ebenso bunte Lebensbilder der Heimat wie Volkslied und Volkstanz. Wir leben jedoch im Zeitalter der Technik. Da gehören auch Luftsportveranstaltungen ins Programm des Hessentags. Amerikanische und deutsche Freunde der Sportfliegerei zeigen ihre Künste. Auch der deutsche Meister im Segelflug, Heinz Gräf aus Gelnhausen, begeistert die Zuschauer. Sieht es in unserem Hessenland aus? Über das Leben und die Arbeit in der Landwirtschaft, über die Erzeugnisse alteingesessener und neuer hessischer Betriebe und über die Möglichkeiten der Freizeit und Volksbildung berichten die Ausstellungen des Hessentages. Die Jugend ist aus allen Teilen Hessens in das große Zeltlager vor den Toren Michelstadts gekommen. Selbstverständlich ist aus jedem Landkreis eine Jugendgruppe dabei, als offizielle Abordnung für den Hessentag. Motoball ist eine Sportart, die man nicht jeden Tag sehen kann. Und was die Polizei hier vorführt, sieht man auch nicht auf den Straßen. Das Ziel einer Sternfahrt aller hessischen Garnisonen der Bundeswehr ist Michelstadt und der Hessentag. Auf der großen Schlussveranstaltung unterstreicht unser Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn die Grundzüge der hessischen Landespolitik. Wir sprechen in der Landespolitik von der Politik der sozialen Verantwortung. Was heißt das? Was ist das Ziel dieser Politik? Lassen Sie es mich in einem Satz zusammenfassen. Es ist eine Politik, die dem Wohle aller dienen soll, die aus der Bereitschaft zur Zusammenarbeit
das Gesamtwohl über die Interessen einzelner Gruppen stellen soll. Eine solche Politik der sozialen Verantwortung kann nur erfolgreich sein, wenn sie von den Bürgern des Landes verstanden und anerkannt und mitgefördert wird. Dann werden ihre Leistungen und Erfolge in Stadt und Land auch für jeden sichtbar. So viele Menschen, so viele Schicksale. So viele Schicksale, so viele Aufgaben für die Landesregierung.